heute ist ein besonderer Tag. Und zwar ist der letzte Tag, an dem ich mit meiner guten alten Honda CBR 600F auf öffentlichen Straßen fahre. Und damit ist auch der letzte Motovlog mit meiner guten alten Honda CBR 600F auf öffentlichen Straßen. So schön, die Sonne geht gerade langsam unter. Ach ja, die gute Alte hat mich auf so vielen Touren begleitet. Ich habe sie vor ganz genau 9,5 Jahren gekauft, also 2008 im April. Da hatte sie 25.200 Kilometer. Mittlerweile sind es, muss noch eins dazu, 114.400. Also bin ich in den 9,5 Jahren knapp 90.000 Kilometer mit ihr gefahren. So schön. Ja, und so viele schöne Momente erlebt. Ja, was für ein Motorrad hatte ich denn genau? Schauen wir es uns noch mal kurz genauer an. So, das war also eine Honda CBR 600F PC35 F4i, Baujahr 2001. Genau, in den Honda HRC Farben, glaube ich, kann man die nennen. Also die schöne Rot, Weiß, Blau, auch eine recht seltene Farbe. Ich habe eigentlich nicht viel gemacht daran. Sportluftfilter, Stahlflexbremsleitungen, Sportauspuff von Boss, ja, eine Racing-Scheibe. Und das war es eigentlich fast schon. Ich hatte halt oft Topcase-Träger hinten noch drauf. Genau. Und ganz selten mal Seitenkofferträger noch. Und das war es eigentlich schon. Ich habe übrigens immer noch die ersten Bremsscheiben vorn und hinten. Das heißt, nach 114.000 Kilometern immer noch die ersten. Weil man hat hier einen Millimeter Verschleißmaß. Die haben normal 4,5 und hier mindestdicke 3,5 Millimeter. Und die haben jetzt so ungefähr 3,8 oder so. Genau. Und Bremsbeläge musste ich auch nicht oft wechseln. Auch nur so nach 40.000, 50.000 Kilometern. So schön, wie jetzt die Sonne scheint. Noch einmal kurz anschauen. Ja, was werde ich mit ihr denn machen jetzt? Also morgen melde ich sie ab. Und dann werde ich sie nur noch... Mann, ist das schön. Es ist Herbst. Wunderbar. Ich werde sie dann nur noch für die Rennstrecke verwenden. Warum? Weil, ja, ich wollte immer schon mal auf die Rennstrecke fahren. Und verkaufen lohnt sich bei ihr eigentlich kaum. Die ist nicht mal mehr 1000 Euro wert. Also, so, ich sag mal, für den Anfang einfach mal für die Rennstrecke, weil ich bisher noch nie so richtig auf der Rennstrecke gefahren bin, ist ja eigentlich ganz gut. Einfach mal ein bisschen üben, ein bisschen was lernen. Auf der Rennstrecke kann man ja vieles lernen, auch für die Fahrt auf der Straße.
Ach, so malerisch. Ja, selbst nach 114.000 Kilometern, der Motor läuft immer noch geschmeidig eigentlich. Immer noch volle Power da. Ja, sie ist eigentlich wirklich ausnahmslos immer sofort angesprungen. Egal ob Sommer, Winter, lange Standzeit, ganz egal. Schlüssel umgedreht, Startknopf gedrückt, sofort angesprungen. Ja, man kann auch wunderbar, sechster Gang, niedrige Geschwindigkeit. Läuft einwandfrei. Honda-Motor halt. Ja, Ventilspiel wurde bei ihr, habe ich gemacht, nur ein einziges Mal gecheckt bei 50.000 Kilometern. Da war eigentlich nur ein einziges Ventil dabei, was man hätte einstellen können, aber nicht unbedingt müssen. Habe ich dann auch gelassen. Und seitdem nie wieder Ventile gecheckt. Aber es hat immer noch volle Kompression. Passt alles. Wie ein Uhrwerk. Ein Schweizer Uhrwerk. So, jetzt ist die Fahrt gleich zu Ende. Und das war's. Jetzt geht's ab in die Tiefgarage. Ihr fragt euch vielleicht, ob ich vielleicht schon ein neues Motorrad habe. Tja, da steht bereits etwas Neues bzw. Gebrauchtes. Aber mein Traumbike in der Tiefgarage